Die Methode, die ich anwende, ist eigentlich eine Unterstützung von der Fruchtbarkeit. Von Frau und vom Mann. Also es ist nicht ein Befehl von außen, wie wir haben, sobald wir mit Hormonen arbeiten, haben wir einen Befehl von außen, sondern es ist die eigene Fruchtbarkeit quasi zu verbessern. Also die natürliche, spontane Schwangerschaftsrate. Und das zeigt sich, je älter wir sind, umso deutlicher, dass der Körper von Frau zumindest, wahrscheinlich beim Mann auch, je älter wir werden, desto schlechter wird er gerne von außen befohlen. Also macht nicht mit. Das heisst, bei über 40-Jährigen haben wir ja von den In-vitro-Fertilisationen ungefähr nur 5% Erfolg. Und in der Methode von der natürlichen Fruchtbarkeitsförderung sind wir bei etwa 45%. Das ist ein riesen Unterschied. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ich habe die gleich hohen Zahlen, die Tausenden und Tausenden und Tausenden von Leuten habe ich nicht. Aber in diesen 20 Jahren, die zu mir gekommen sind, sind doch ein paar hundert, kann man sagen, doch, es ist so. Wir wissen heute zum Beispiel, es gibt zwischen den Zellen und den Organen gibt es einen sogenannten Crosstalk. Das heisst, die reden alle miteinander. Und heute weiss man sogar, die Moleküle kennt man, mit was die miteinander reden. Wir können die Sprache einfach noch nicht so verstehen. Aber wir wissen, Eierstock redet mit Eierstock, Eierstock redet mit Gebärmutter, Gebärmutter Schleimhaut, redet mit Gebärmuttermuskulatur und so weiter und so fort. Das heisst, unser Körper ist in einem Dauergespräch. Wenn wir jetzt einfach von außen befehlen und sagen, du musst, du musst, du musst, dann kann es halt sein, dass der Körper findet, kommt gar nicht in die Tüte. Schulmedizinisch ausgedrückt würde das bedeuten, da hat es Entzündungen in der Schleimhaut oder und was weiß ich was. Durchblutung ist nicht perfekt, Autoimmungeschichte, da gibt es ganz viele Hypothesen. Wenn wir aber mit Pflanzen arbeiten oder mit einer anderen Methode zur Fruchtbarkeitssteigerung, dann geht es darum, diese Interaktion, dieses Gespräch zu verbessern, sodass der Körper vorbereitet ist und sagt, okay, ich stehe mich darauf ein. Und jetzt kann man das brauchen, entweder zum spontan schwanger werden, aber ich habe natürlich auch Frauen, die sagen, ich möchte gerne eine In-vitro-Fertilisation, tun sie mich gut vorbereiten. Das kann man auch. Ich stelle alle Schalterli um auf Fruchtbarkeit. Mental, seelisch, spirituell, körperlich, durchs Becken richten, dass es wieder gut funktioniert und über die Ernährung entzündungshemmig. Der Beckenring besteht aus 3 Teilen. Aus dem Kreuzbein, das schwingt, zwischen den beiden Kreuzbeingelenken oder Iliosakralgelenken und der Symphyse vorne. Und wenn man nicht schwanger ist, ist die Symphyse recht fix, sodass es da hinten kann schwingen kann. Weil das Federgelenke sind, die funktionieren wie Zahnradgelenke, können die aber auch blockieren. Das heisst, dann tut nur das eine schwingen. Oder, wenn man Pech hat, sogar man sagt dem dislozieren, sich in der Höhe verschieben und dann sieht man, hat man eine Auswirkung auf den gesamten Körper. Es gibt eine Spannung im Becken. Und die Spannung im Becken kann sich auswirken auf die Beckenorgane. Das heisst, man kann ein Blasenproblem, man kann ein Darmproblem, Durchfall, Verstopfung, Blasendrang, aber es vermindert auch die Fruchtbarkeit. Ich schaue, ist das Becken in der Höhe korrekt? Sind die Beckenschaufeln auf der gleichen Höhe, sind symmetrisch? Und dann lasse ich sie vorbeugen. Und wenn man die Leute vorbeugen lässt, dann tue ich hier drunter tasten. Und dann, wenn das symmetrisch ist, dann gibt es so eine Bewegung. Und die beiden Spine, sagt man denen, Knochenvorsprünge, bleiben für etwa 10 Grad stehen. Und nachher kommen sie symmetrisch mit. Wenn eine Blockade ist, tut die eine Seite mitlaufen und die andere nicht. Manchmal ist es auch verschoben. Und dann muss man sowieso, die Frage ist jetzt, was man macht. Man tut es zuerst abklären, diagnostisch. Und nachher
Da habe ich eine Methode entwickelt, wo man dieses Kreuzbein einfach ganz fein ein bisschen gegen vorne ziehen und gleichzeitig die Wirbelsäule ein bisschen gegen hinten oben dehnen. Man kann es im Liegen machen, man kann es auch im Stehen machen. Man kann im Stehen das auch machen, auf einer Seite, auf der anderen Seite. Also man gibt dem Kreuzbeingelenk ein bisschen Raum, ein paar halbe Millimeter, Millimeter, und dann ist die Natur so, dass sie genau wieder in die richtige Position zurückspringt. Und das macht sie ja nur nach 25 Jahren. Das Behandeln selber ist eine Sache von ein paar Minuten. Nachher, dass es nicht wieder abrutscht, dass es nicht dort angumpelt, was die letzten Monate oder Jahre war, heisst, ich muss die Leute instruieren. Sie müssen eine Zeit lang keine Drehbewegungen machen im Rumpf. Also sie bleiben dann, wenn man das so zeigt, da. Sie heben quasi mit der eigenen Muskulatur diese Gelenke an Ort. Weil wir können das Becken ja nicht gipsen oder in den Schuhen oder Schienen oder sonst etwas tun, das ist recht schwierig. Das heisst, sie tun einfach auf Drehbewegungen vom Rumpf verzichten für etwa 3 Monate. Und wir tun sie in dieser Zeit überprüfen. Sie tun schauen, dass sie sich immer symmetrisch ausrichten. Sehr königlich, königinnenlich, sage ich dem, sehr aristokratisch. Alle symmetrischen Übungen gehen, aber die asymmetrischen tun sie verzichten. Und das allein lange meistens. Das kann man sehr gut überprüfen. Weil ich habe ja, wenn Männer zu mir kommen, haben wir meistens ein Spermiogramm. Das ist eine Zählung der Spermien. Wie gut sind sie, wie viel gibt es, wie schnell sie sich bewegen, wie sie aussehen. Die meisten Kinderwunschväter haben nicht so ein perfektes Spermiogramm. Und dann tun wir das machen und dann tun wir 3 Monate das Becken stabil halten und dann tun wir das nochmal überprüfen. Und so bin ich eigentlich auch darauf gekommen, dass das einen ganz grossen Einfluss hat auf die Fruchtbarkeit, wie sich die Spermiogramme deutlich erholen. Das heisst nicht, dass sie nach 3 Monaten einfach perfekt sind, aber sie sind einfach besser. Sie sind deutlich besser. Und oft langt das. Wir brauchen es nicht perfekt. Wir brauchen es nur ein bisschen besser. Ich mache jetzt das seit 13, 14 Jahren. Ich habe das zuerst an mir ausprobiert, wie das meiste. Das hat mich erst mal innerhalb von einem Monat um 90% verbessert. Das war wunderbar. Das war etwas vom Wirksamsten überhaupt. Und wir bleiben dabei. Meine Familie bleibt dabei. Und ich erzähle das all meinen Leuten erzählen und all meinen Leuten auf den Grünsaft bringen. Wie der Grünsaft. Dadurch, dass wir doppelt so viele Blätter haben wie Früchte und den mixen mit Wasser und roh trinken, einmal am Tag, können wir das meiste von diesen Pflanzen, die dann gemixt sind, geschreddert, mechanisch, können wir über die Mundschleimhaut aufnehmen. Und die Mundschleimhautaufnahme ist eigentlich die Aufnahme, die wir Blatt- und Fruchtessenden Säugetiere haben sollten. Das heisst, wir sollten eigentlich etwa 4 Stunden kauen pro Mahlzeit. Dann hätte man es auch mechanisch zerdeppert, aber das machen wir nicht mehr. Das heisst, die Grünsaftherstellung ist eigentlich einfach eine Abkürzung von 4 Stunden kauen. Mechanisch. Und was wir dann aufnehmen, das tue ich auch überprüfen. Wir nehmen viel mehr Vitamine auf. Also wir können Vitamin D, wir können Vitamin B12 sehr gut aufnehmen über die Mundschleimhaut. Wir können Eisen viel besser aufnehmen über die Mundschleimhaut. Wir können Eiweiß aufnehmen über die Mundschleimhaut. Bei meinen Sportlern sehe ich nach einem Jahr eine massive, deutliche Zunahme von Muskeln mit dem Grünsaft. Auch bei meinen Leuten, die betagt sind. Sie werden kräftiger. Und wir nehmen, der Hauptteil ist Polyphenol. Wir nehmen sogenannte Polyphenol auf. Eine Substanz mit über 8'000 Mitgliedern, also 8'000 Moleküle, wenn nicht noch mehr. Und Polyphenol haben die Pflanzen als Sonnenschutzmittel. Es gibt noch sonst ein paar Sachen, es gibt Pigment und so weiter, aber es geht um Sonnenschutz bei den Pflanzen. Das heisst, wir können die Polyphenol nicht aufnehmen, wenn wir sie getrocknet und gefroren und über die Magensäure dann noch zersetzt haben, sondern das müssen wir über die Mundschleimhaut aufnehmen. Und wenn wir das aufnehmen, das sind Zucker verbessern, Fettstoffwechsel verbessern, Tumorhemmer, Entzündungshemmer. Und in der Fruchtbarkeitsbehandlung geht es vorwiegend, vor allem bei den Männern, um Entzündungshemmung. Das heißt, ich verwende auch alle Pflanzen richtig Entzündungshemmung und ich verwende das auch mit dem Grünsaft. Sodass wir dann über die Monate, Jahre eine Verbesserung sehen,
von der körperlichen Abwehr, von der Gesundheit, von der Energie, aber eben auch von der Fruchtbarkeit. In der modernen Fruchtbarkeitsbehandlung ist man sehr, sehr technisch. Und das Technische kann dazu führen, dass man in eine Kinderwunschkrankheit kommt. Eine Kinderwunschkrankheit heisst, man ist total beschäftigt, schon fast zwangsartig. Mit, ist jetzt mein Eisprung, ist jetzt mein Eisprung nicht, wie sind jetzt meine Hormone, was ist jetzt mein Ausfluss und. Mit der Zeit kann das passieren, vor allem bei Frauen, aber auch bei Männern, dass man keine schwangere Frau mehr sehen kann, dass man anfängt zu brüllen, dass man Kinder nicht verträgt. Dass das so schmerzhaft ist, dass das triggert. Und ich sage meinen Leuten, das Technische müsst ihr gar nicht, überhaupt nicht selber kontrollieren und selber darüber nachdenken, das müsst ihr abgeben. Das ist Sache vom Doktor. Das geht euch gar nicht an. Ich verbiete eigentlich alle Temperaturkontrollen, alle LH-Werte, alle Speicheltests, alles verbiete ich. Ich sage, hört auf mit dem. Nicht einmal die Sexualität auf Mitte Zyklus legen. Ich sage, nein, hört auf. Trennen, komplett. Das ist eine Sache, wo ich nicht mehr darüber nachdenke. Wir versuchen, den Körper selber zu unterstützen. Aber die Leute brauchen etwas, was sie aktiv machen können. Weil wenn man einfach wartet, dass man schwanger wird, das ist grauenhaft. Und da kann man nicht einfach sagen, tun Sie mal entspannen. Entspannen Sie mal, nehmen Sie jetzt mal locker. Ja, das geht gar nicht. Das geht nicht, das ist unmöglich. Das heisst, wir brauchen etwas Aktives. Und was ich entwickelt habe, was sich einfach mit der Zeit ergeben hat, was das Beste ist, aktiv, ist eigentlich die spirituelle Ebene. Weil die spirituelle Ebene kann ihnen niemand abnehmen. Auf der spirituellen Ebene muss das Paar selber aktiv werden. Man tut die Erfahrung von 3000 Jahren von der Menschheit einbeziehen und sagt, okay, wir suchen, ich sage den Leuten, die erste Aufgabe ist, ihr sucht je separat einen Ort, wo ihr euch wohlfühlt. Und wo ihr wirklich zur Ruhe kommt. So etwas wie die Friedhofsinsel in Venedig. Oder Mekka. Oder Jerusalem. Oder was weiß ich was. Eine Wallfahrtskirche. Einsiedeln. Oder Lourdes. Das sind Orte, wo Menschen das Gefühl haben, sie kommen zur Ruhe und sie kommen in Kontakt mit etwas Spirituellem. Aber das muss nicht dort sein, das kann in der Umgebung sein. Also sucht man sich einen Ort in der Umgebung. Dann schaut man, dass man einen Ort hat, wo sich beide wohlfühlen. Dann nimmt man etwas mit zum Essen. Und dann geht man einmal in der Woche dort hin. Und bleibt etwa eine halbe Stunde dort. Und dann tut man ein Thema zusammen besprechen. Und zwar immer das Gleiche. Und das Thema heisst, wie stelle ich mir eigentlich vor, woher kommen Seelen? Die Frage, woher kommen die Seelen, ist so alt wie die Menschheit. Es gibt nie, und es hat nie eine Kultur, nie in der Zeit, aber auch nicht im Raum, im Ort, geografisch nicht, wo gesagt hat, die Seelen kommen aus uns. Das heisst, alle Menschen auf dieser Welt haben immer das Gefühl, das kommt von außen und es geht nach außen. Es gibt keine Kultur, die sagt, wir machen die Seelen selber im rechten Knie oder so. Das gibt es nicht. Das heisst, es ist eine gemeinsame Erfahrung. Und was interessant ist, es gibt eigentlich nur drei Gruppen weltweit. Es gibt eine Gruppe, die sagt, Seelen kommen aus dem Jenseits, aus der Luft, aus der Unendlichkeit, von der Wolke, von einem atmosphärischen Ort. Es gibt Gruppen, die sagen alles falsch. Seelen kommen aus dem Wasser, aus der Quelle, aus dem Meer, aus den Flüssen. Und es gibt eine dritte Gruppe, die sagt, nochmal alles falsch, Seelen kommen aus der Erde. Sie kommen aus den Höhlen, sie kommen hinter den Bäumen, sie kommen hinter den Steinen, sie kommen aus der Tiefe. Und jetzt ist das einfach sehr interessant, eigentlich herauszufinden, spielerisch, zu welcher Gruppe gehöre ich? Was ist mein Bild? Und da gibt es kein Recht oder nicht Recht, weil niemand weiss es. Man hat keine Ahnung. Und ich denke, da bin ich immer noch dran, herauszufinden, ist das etwas, was wir erben? Ist das kulturell? Oder was ist das eigentlich? Ist das genetisch? Keine Ahnung. Ich sage nur, tun wir miteinander über das Thema reden, spielerisch,
und tun das so genau der anderen Person erklären, euer Bild, bis sie es sieht. Und wenn man es sieht, wenn sie sagt, der Partner sagt, ich sehe, was du siehst, das ist so und so, dann ist man in dem Sinn fokussiert auf das Bild. Und dann kommt der nächste Punkt, das ist der wichtigste, und sagt, okay, jetzt bestellt einfach eine Seele oder zwei. Sie sagen, ich hätte gern. In Jerusalem, an der Tempelmauer, wo man auch sagt, Klagemauer ist keine Klagemauer, weil diese kleinen, die kleinen Papierchen, die Röllchen, die dort in der Wand sind, dort steht nicht drauf, hätte ich doch und ich möchte gerne. Nein, das steht in Lourdes nicht. In Jerusalem steht Ani Roza. Ich will. Ich will ein gesundes Bein. Ich will eine gesunde Frau. Ich will ein Baby. Das sind Bestellungen, das sind nicht Klagen. Bei all diesen Orten. Das heißt, ich sage den Leuten, ihr müsst nicht anfangen zu jammern und klagen, sondern ihr sagt, ich möchte. Ich bin bereit, ich habe mich eingerichtet, bitte dock ab. Und dann natürlich muss man nicht sagen, ich hätte gerne blauäugig und rothaarig oder ich weiß nicht was, sondern man sagt einfach, ich hätte gerne eine Seele, wo bleibt. Und ich muss auch den Leuten immer sagen, ihr müsst nicht eine Schwangerschaft bestellen, ihr müsst ein Schätzchen bestellen, eine Seele, die möchte bleiben, die dick und gross will werden. Also man muss auch präzise werden, aber nicht zu präzise. Und was passiert ist, die Leute machen etwas jede Woche oder alle zwei Wochen. Sie geben den Auftrag, sie fokussieren sich. Sie bleiben nicht hängen in diesen Zwangsgedanken. Und langsam, langsam, und das habe ich bei vielen, vielen gesehen, geht diese Kinderwunschkrankheit weg. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe bis jetzt, was wirklich nützt. Was anders ist auch, sie lernen sich besser kennen. Ich habe noch nie ein Paar gehabt, das das gewusst hat voneinander. Was ist eigentlich mein Bild? Zu welcher Gruppe gehöre ich? Keine Ahnung. Da wird nicht drüber geredet. Und das ist auch spannend.